Im Qualifying werde ich wieder zwei Setup-Varianten probieren, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Wir hatten im Training eine 1:23.820. Das war noch so nebenbei. Fertig. Wieder ist ein BRR vor uns. Diesmal ist er, denke ich, weit genug weg. Jeff, sei leise. Sind halt locker mal 10 km/h langsamer als mit keinem Flügel. Sagen wir mal lieber mit niedrigem Flügel. Mit niedrigen Flügeleinstellungen. Oder einfach mit flachen Flügeln. Geschwindigkeit 340, wir kommen halt bloß schneller hin. Naja. Das passt schon so. Muss irgendwas mit 29 stehen. Keine 30er. Hättest du viel Geschwindigkeit verloren und hier hinten muss was unter einer Minute stehen, aber das ist selbst mit dieser Runde, wo ich etwas liegen gelassen habe, kein Problem. Drei Zehntel weit weg von der Trainingszeit. Ist der Wagen etwas ins Rutschen gekommen, wir sind aber schneller. Sogar schneller als Montoya.
Michael nicht auf der 1, das ist gar nicht mal so schlecht. Für die WM. Fürs Team ist das nicht so gut. Auch wieder etwas Zeit liegen gelassen. 3,5 Zehntel hinten dran. Deutlich schneller als die eigene Bestzeit, aber 3,5 Zehntel hinten dran. 360. Mal gucken, was wir jetzt am Ende auf der Uhr haben. Gibt es ja im Grunde nur die Parabolika. Eine halbe Sekunde dahinter. Gar nicht mal so schlimm. Dann kann ich auch hier auf diesen Einstellungen bleiben. Auch wieder etwas liegen gelassen. Eine gute Viertelsekunde langsamer als die eigene Bestzeit. Oh, nochmal aufgeholt. Hätte ich eher aufs Gas steigen können. Mann! Eine 30er. Eine Zehntel hinter Montoya und eine Viertelsekunde schneller als die eigene Bestzeit. Michael Schumacher kommt bestimmt noch an und ist eine Sekunde schneller als der Kolumbianer. Aber sich mit Montoya messen, normalerweise steht er ja weiter hinten. Mal schauen. Ja, Platz 3 weiter, eine Viertelsekunde Rückstand. Die Runde wird nichts mehr dank des Benetton. Wir kommen rein. Zweite Reihe, gut gemacht. Schon wieder hier lang. Ein ähnliches Bild zum Training. Da ist ja Montoya. Denke gerade, sind wir in der letzten Saison mit einem benutzerdefinierten Setup gefahren? Ja oder nein?
ich da vielleicht vergessen anzuwenden? Könnte ich ja nach dieser Aufnahmesession mal überprüfen. Mal gucken, wer auf der 2 liegt. Ich hoffe ja, Michael, das würde bedeuten, dass er schon eine gute Zeit gesetzt hat. Oder, naja, hat auch nichts zu bedeuten. Vielleicht kann er von Haus aus noch schneller fahren. Wir sind jetzt auf der 4. Auf der 1, eine halbe Sekunde vor uns. Wir liegen immer noch auf der 4. Der Della Roccia wird zack etwas unruhiger mit weniger Flügel. Wundert mich ja nicht. Gucken, ob mehr drin ist. Wir werden zum Sauber nach Abstand lassen müssen. Der ist uns dann zu nah in der nächsten Runde. Oh, das war eine schöne Durchfahrt. Und dann ist aber der nächste. BMW Williams, wieder Montoya? Sieht so aus. Zu schnell rein. Von meinem Geschmack zu schnell. In die Kurve. .342 waren das. Ah. 13 Minuten schneller, aber in den Dreck gekommen. Das war nicht schlimm. Na, minimaler Vorsprung. Da, wo man auch mehr Flügel braucht. Liegt das jetzt daran oder bin ich einfach nicht so gut gefahren? Wir haben ja noch ein paar Runden, das finden wir hoffentlich noch heraus.
Nochmal einen Ticken schneller, aber immer noch Platz 4. 14. hinter Michael. Benetton ist doof. Kann uns ärgern. Und ich bin in drei gekommen. Mann. Schaut mal in den Rückspiegel, da ist ein rotes Auto zu sehen. Ist er gerade auf einer schnellen Runde? Nein. Oh, untersteuern. Na, wer darf da gerade mehr Geschwindigkeit? Okay. Was schafft er denn da? Drei, drei, vier. Der ist sogar 335, aber er kommt etwas schneller auf die Geschwindigkeit. Schöner Sicherheitsabstand. Ich kann uns Windschatten geben. Entscheiden den Windschatten. Womöglich bindet er uns aber, Apple. Ich probier's einfach mal einfach aus. Gucken wir, wie wir ihm näher kommen. Oh, der Benetton ist wieder zu nah. Was hat er bei der Linie? 333. Wir sogar mehr, oder? Wahrscheinlich packt er erst das fette Benzingemisch im Rennen aus. Die nächste Runde ist die letzte Runde. Na du Bremse. Häkkinen auf 1. Wir sind aber immer noch auf der 4. Aber da drunter? Nee, wir waren die ganze Zeit Vierter. Dann hat er sich womöglich einfach nur verbessert. Da ist ja noch eine Bremse in Menardi. Du musst jetzt hinten bleiben, tut mir leid. Der Menardi da vorne ist zu langsam. Und die nächste Runde ist entscheidend. Wir müssen weiter vor. Es geht um die WM. Bei dir geht es nicht um eine WM. Vielleicht um eine WM-Position. Ich hoffe, der Menardi ist nicht so langsam. Falls er noch draußen ist. Und die Runde muss sitzen. Das wird spannend. Ich glaube, ich war zu zaghaft. Wir waren zu langsam in der ersten Schikane. Viel zu langsam. Scheiße. Fast eine halbe Sekunde Rückstand auf die eigene Bestzeit. Okay, wir kommen rein, aber dieses Setup verwenden wir im Rennen. 3-7. Rechts überholt.
das ist eine ganz knappe Geschichte. Nein, ist nicht knapp nach vorne. Wenn Häkkinen hier auf die 1 fährt, wäre das gut. Dann machten Michael nur 6 Punkte gut. Sag ich jetzt einfach mal so. Häkkinen, knappe Zehntel vor Michael, Montoya dann 3,5 Zehntel dahinter, wir. Trulli, Schumacher, Villeneuve, Kimi, Panis, DC zu weit hinten. Irvine, De La Rosa ganz gut platziert, Heidfeld zu weit hinten, Alesi, Frenzen, Verstappen, Benoldi, Fisico, Enge. Alonso, Button und Jong, Enge gar nicht mal so schlecht. Ich bin einfach auf das Rennen gespannt, was klar ist. Es gibt keine Ferrari-Berührung. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, ciao.